Kein Wunder bei dieser filmischen Einladung, produziert vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Daher möchte ich in Deutschland Asyl beantragen. Und es leuchtet mir heute auch ein, ich erinnere mich jetzt dunkel, dass 2014 ein großer Artikel beschrieben hat, dass Deutschland praktisch einen Werbefilm gemacht hat, wie man Asyl beantragt und das in 16 verschiedenen Sprachen in den jetzigen Herkunftsländern verbreitet hat. Das war praktisch eine Werbung. Besser hätten sich Schlepper das überhaupt auch nicht ausdenken können. Ich denke mir, bis heute wird dieser Film verwertet. Und dann haben die Menschen sich auf den Weg gemacht. Sie wollten ja alle nach Deutschland. Kein Wunder bei dieser filmischen Einladung. Produziert vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Daher möchte ich in Deutschland Asyl beantragen. بعد از رسیدنم به آلمان خود را به اداره پلیس معرفی نمودم. از آنجا مرا به یک مرکز پذیرش اولیه پناهندگان فرستادند. آنجا با من یک گواهی دادند. در آنجا اما نتوانستم بمانم. Den allermeisten Deutschen dürfte gar nicht bekannt sein, welche Faktoren die Massenzuwanderung tatsächlich ausgelöst haben. Guten Morgen, wie kann ich Ihnen helfen? Na, wir hatten ja heftige Debatten bei uns in der Fraktion und da wurden schon die Karten von unserer Seite, also von den Innenpolitikern, auf den Tisch gelegt. Aber da die Bundesregierung wusste, in dieser Frage hat sie auch die Grünen und die Linken auf ihrer Seite, war das völlig unerheblich, was aus der eigenen Fraktion kam. Das muss man leider, leider sagen. Und die Tatsache, dass es keinerlei Opposition gibt, niemand, der dagegen opponiert hat oder mal einen Untersuchungsausschuss eingesetzt hätte, dass man sagt, wie kann das sein, dass Menschen unkontrolliert hier reinkommen? Das ist gegen Recht und Gesetz. Das war schon wirklich deprimierend, das muss ich sagen. Viele Kollegen und Kolleginnen und ich, wir haben gesagt, eigentlich, wir können gar nicht mehr richtig ruhig schlafen. Das hat uns schlaflose Nächte gekostet. Und Herr Yücel ist deshalb so beeindruckend, weil er, naja, der ist ein deutscher Patriot mit türkischen Wurzeln. Es geht jetzt um diesen Deniz Yücel, richtig? Er wurde hier als Plakat aufgestellt. Deniz Yücel hier, Deniz Yücel da, hast du gesehen? Bitte rette Deniz Yücel und hast du nicht gesehen. Okay. Dieser Deniz Yücel. Wo liegt das Problem mit Deniz Yücel? Weil die Leute haben nicht so ein klares Blick über Deniz Yücel. Und sie wollen jetzt gerne mal wissen, was Sache ist. Tamam. Also wir reden jetzt hier gerade von Deniz Yücel, der in TAZ das Folgende über die Deutschen geschrieben hat. Der baldige Abgang der Deutschen aber ist Völkersterben von seiner schönsten Art. Also wenn die Deutschen so schnell wie möglich absterben, ist es das Schönste, was es am Völkersterben gibt. Das ist das, was sagt Deniz Yücel. Und für diesen Mann gehst du raus, der euch Deutschen den Tod wünscht. Deniz Yücel, Welt 24, veröffentlicht am 1.3.2017, der über Thilo Sarrazin gesagt hat, ich wünsche mir, dass er durch Schlaganfall stirbt, der einen Menschen den Tod ruft, also der den Tod über einen Menschen ruft. Diesen Mann verteidigt ihr? Das ist deutscher Doppelbau. Dieser Artikel ist also geschrieben von Deniz Yücel, von diesem Superpatrioten Deniz Yücel. Also, in der Mitte Europas entsteht bald ein Raum ohne Volk. Schade ist das aber nicht, denn mit den Deutschen gehen nur Dinge verloren, die keiner vermissen wird. Also das klingt jetzt noch nicht so patriotisch, aber das kommt bestimmt noch in diesem Artikel. Ne? Weil Gabriel hat gesagt, Superpatriot, es muss noch etwas sehr Patriotisches kommen. Also lesen wir nochmal so ein, zwei Absätze weiter. Endlich, super, wunderbar. Was im vergangenen Jahr noch als Gerücht die Runde machte, ist nun wissenschaftlich, so mit Zahlen und Daten und amtlich, so mit Stempel und Siegel, erwiesen. Deutschland schafft sich ab. Nur 16,5% der 81 Millionen Deutschen, so hat das Statistische Bundesamt ermittelt, sind unter 18 Jahre alt. Nirgends in Europa ist der Anteil der Minderjährigen derart niedrig. Auf je 1000 Einwohner kommen nur noch 8,3 Geburten. Auch das der geringste Wert in Europa. Noch erfreulicher, die Ossis schaffen sich als erstes ab. Während im Westen die Zahl der Minderjährigen in den vergangenen 10 Jahren um 10% gesunken ist, ging sie im Osten um 29% zurück. Und exakt so geht's in diesem ganzen patriotischen Artikel weiter. Also jetzt mal eine kurze Zwischenfrage, Herr Gabriel. Da feiert einer die Zahlen des Statistischen Bundesamtes, die belegen, dass die Deutschen früher oder später aussterben, ne, weil sie keine Kiddies mehr bekommen. Und Sie wiederum feiern diesen Menschen, der das Aussterben der Deutschen feiert, als großen Patrioten.
Und ein Yücel ist deshalb so beeindruckend, weil er, naja, der ist ein deutscher Patriot mit türkischen Wurzeln. I think there's a resurgence of anti-Semitism because at this point in time, Europe has not yet learned how to be multicultural. And I think we're going to be part of the throes of that transformation, which must take place. Europe is not going to be the monolithic societies that they once were in the last century. Jews are going to be at the center of that. It's a huge transformation for Europe to make. They are now going into a multicultural mode, and Jews will be resented because of our leading role. But without that leading role and without that transformation, Europe will not... At least 30 billion euros a year. Er sagt den EU-Parlamentariern, wie viele Milliarden sie noch in Flüchtlinge investieren sollen. Und zwar 30 Milliarden jährlich. To ensure dignified reception conditions, fair asylum procedures and opportunities for integration. Was uns der Kanal des EU-Parlaments TV verschweigt aus dem Vortrag von George Soros? Hierbei handelt es sich um Kosten, die von den Mitgliedstaaten zusätzlich getragen werden sollen, die zwischen den Jahren 2015 und 2020 bereits 200 Milliarden Euro für Flüchtlingsempfang und Integration ausgeben werden. Und jetzt fragt euch einmal, welches Land wohl die meisten Ausgaben hat. Jetzt sind wir an einem Thema Flüchtlinge angekommen, was unbeherrschbar ist. Und es ist nicht nur ökonomisch unbeherrschbar. Es ist ja auch von der Integrationsfähigkeit der Vergangenheit belegbar, dass diese Vorstellung, man kann innerhalb von wenigen Jahren einen Millionenzuzug, ich rechne nochmal die ganzen Angehörigen, die noch kommen werden, dazu, das sind ja Riesenbeträge. In absoluten Zahlen haben wir ja heute schon 16 Millionen nicht-westliche Ausländer mit Migrationshintergrund in Deutschland. 16 von 80 Millionen, da kommen also, ich sag mal, 10 Millionen oder 8 Millionen, ich weiß es nicht, wie viel dazu. Und damit stellt sich dann die Frage der Identität unserer Gesellschaft. Wir können nicht auf Dauer immer mehr Parallelgesellschaften entwickeln. Wir haben außerdem eine ungeheure Konzentration von Muslimen, was zusätzliche Probleme mit sich bringt. Und in vielen Fällen ist auch gar nicht die Bereitschaft zur Integration. Dass wir unser Territorium schützen, ja, Sinn hat es angedeutet, das ist eine rechtliche Verpflichtung. Denn wir sind am Rande eines kulturellen Zusammenbruchs. Aber wer einmal in ein Land eingereist ist und den Sie nicht an der Grenze rückschieben, den kriegen Sie faktisch gegen seinen Willen aus diesem Land nicht heraus. Das heißt, die gesamten strengeren Regeln, und da bin ich vom Fach, sind Placebo. In seiner Urteilsbegründung geht Richter Pohl auf die Rolle des Clanchefs ein. Leider, so der Richter, könne man ihm nicht beweisen, zu dem Mord angestiftet zu haben, obwohl dies klar auf der Hand gelegen habe. Der Vorsitzende hat sich an die Familie des Angeklagten gewandt und hat an diese appelliert, ihr Mauern hinsichtlich der Beteiligung des sogenannten Clanchefs vielleicht noch mal zu überdenken und sogar aufzugeben. Heimtückisch nennt die Kammer diesen Ehrenmord in der Neujahrsnacht. 9 tödliche Schüsse auf ein argloses Opfer, weil es die Frau eines anderen liebte. Ein Denken, das selbst denen fremd bleibt, die die Familie kennen, wie Uwe Wedekind vom Hildesheimer Asyl e.V. Er weiß, dass viele von ihnen in einer Art Parallelwelt leben. Die meisten lebten schon seit den Jahrzehnten von Sozialhilfe. Schuld sei, so Wedekind, ein viel zu laxes Bleiberecht aus den 90er Jahren. Man hat den Leuten, wenn sie aus bestimmten Ländern kamen, Bleiberecht zugesichert, ein dauerhaftes Bleiberecht. Man hat ihnen dauerhaften Anspruch auf Sozialhilfe zugesichert, hat ihnen die Arbeitserlaubnis erteilt. Und man hat eben vorausgesetzt, dass durch diese sehr entgegenkommende Bleiberechtsregelung auch die Motivation, sich in die hiesige Gesellschaft schnell einzuleben, auch schneller vonstatten geht. Das war aber zumindest in einem großen Teil dieses Familienclans nicht der Fall. Klar ist, dass heute vor Gericht 2 Welten aufeinander trafen. Niedersachsens Justiz und ein Familienclan, der offenbar nach eigenen Regeln funktioniert. Linksextremisten erklären ihre Liebe zum Volkstod. An jenem 3. Oktober 2012 lässt die radikale Linke wissen, wenn denn die Deutschen meinen, ihr beschissenes Deutschland feiern zu wollen, dann sagen wir ihnen ein großes Fuck you! Die Forderung nach dem Volkstod der Deutschen bei gleichzeitigem Bleiberecht für alle Ausländer war im November 2015
Auch eine Forderung der Linken in Brandenburg. Bei der Demonstration dabei die Landtagsabgeordnete der Linken, Isabel van Dree. Alexander Gauland hatte damals vergeblich ihren Rücktritt gefordert, sodass er heute noch eine marxistische Politik vom Brandenburger Landtag aus betreiben kann. Der deutsche Volkstod ist zweifellos eine extremistische Forderung. Doch von staatlichen Stellen wird kaum dagegen vorgegangen. Im Gegenteil, da ist etwa Julia Schramm. Die Marxistin betrachtet die Abschaffung Deutschlands als hehres Ziel. Schramm lebt von den Steuereinnahmen des Staates, den sie abschaffen will. Denn sie ist Mitarbeiterin der mit vielen Steuermillionen bezuschussten Amadeo-Antonio-Stiftung. Ihrer Chefin, der einst als informelle Mitarbeiterin der Stasi tätigen Annetta Kahane, ist der Osten Deutschlands, so wörtlich, zu weiß. Auch sie lebt von den Steuergeldern des Volkes, das sie ordentlich umkrempeln will. Miriam Heigl, Leiterin der städtischen Fachstelle gegen Rechtsextremismus in München, hier bei einer Anhörung im Bayerischen Landtag. Heigl will dem Sozialismus zum Endsieg verhelfen. Wie sie in der linksextremistischen und antideutschen Jungle World schreibt, wird der Sozialismus nur erreicht, wenn man die ethnische Zusammensetzung der Gesellschaft radikal verändert. Wörtlich schreibt sie, eine postkapitalistische bzw. sozialistische Strategie muss aber alle gesellschaftlichen Verhältnisse grundlegend verändern. Nicht nur den Staat, seine Macht und seine Materialität, Produktions-, Reproduktions- und Lebensformen, ethnische Verhältnisse und solche der Geschlechter, Naturverhältnisse und die Formen internationalen Austauschs. Selbstverständlich wehren sich Konservative politisch gegen Volkstodfantasien und herbeigesehnte ethnische Säuberungen durch staatlich entlohnte Linksextremisten. Doch Kritik an ihren extremistischen und rassistischen Positionen beantworten die meisten Linken mit dem Vorwurf der Hetze, wie es schon in der DDR und anderen sozialistischen Diktaturen Usus war. Wir wohnen seit 55 Jahren hier. Unser Lebensabend haben wir uns anders vorgestellt. Ruhiger und nicht so mit so viel Ärger und Aggression um uns herum. Das war eigentlich nicht so unser Ding. Deswegen sind ja auch schon viele weggezogen. Wir wohnen in einer 62 Quadratmeter Wohnung. Über uns wohnt eine Familie mit Mann, zwei Frauen hat er und 8 Kinder auf 62 Quadratmeter. Das ist normalerweise vom rechtlichen Grund gar nicht akzeptierbar. Man hat Gesetze verändert, um das zu machen. Das ist Hamburg, das ist unsere Regierung. Seit 2014 sind viele Altmieter, nicht nur Deutsche, sind ausgezogen, weil sie die Lärmbelästigung, die Rücksichtslosigkeit nicht mehr ertragen konnten, haben eine höhere finanzielle Belastung auf sich genommen. Und wir, die jetzt noch hier ausharren und massiv traumatisiert sind, sind noch knapp 20. Es ist ja auch eine finanzielle Frage. Kriegen Sie doch mal heute als Mieter eine Wohnung irgendwo? Und die ihnen auch irgendwo angemessen ist, die von der Größe richtig ist. Und wir sind Rentner, die Mehrheit ist Rentner, die haben ja nicht ihr 5.000 Euro zur Verfügung. Das Schlimme ist ja, dass unser Olaf Scholz ja damit dran arbeitet, dass er daran beteiligt, dass die Mieter hier vergrault werden. Der hat das ja zugelassen, dass ein Gesetz geändert wird und dass es hier möglich ist, so viel Asylanten auf einen Punkt zu bringen. Und damit die Mieter eben auch zu vergraulen. Wir fühlen uns als Deutsche sehr benachteiligt. Was aber ist mit dem Verfassungsschutz? Sollte dieser nicht gegen diejenigen vorgehen, die den Hass gegen das Volk dieses Staates verkünden? Nicht so in Bayern des Innenministers Joachim Herrmann. Für sein Ministerium leitet Petra Platzkummer-Martin die Abteilung Verfassungsschutz. Platzkummer-Martin zeigt jedoch die Wissenslücken bayerischer Behörden auf. Mittlerweile sind ideologische Muster, die bislang vor allem in rechtsextremistischen Kreisen propagiert wurden, auch verstärkt bei Nicht-Extremisten anzutreffen. Dies gilt vor allem für die Vorstellung vom vermeintlichen drohenden Volkstod. Das sind Worte, die ich eigentlich nur im Zusammenhang mit dem Dritten Reich kannte bisher. Die Mitarbeiterin des Innenministers Joachim Herrmann hat keine Ahnung, dass wenige hundert Meter von ihrem Arbeitsplatz entfernt linke Extremisten dem Tod des Volkes entgegenfieberten, dessen Verfassung Platzkummer Martin vermeintlich schützt. Hier endet jedoch die Kenntnisfreiheit Platzkummer Martins noch lange nicht. Auch beim Anstieg der Kriminalitätsrate durch unkontrollierte Massenmigration
kann die Leiterin einer bayerischen Sicherheitsbehörde in ihrer Rede im Dezember 2016 lediglich rechtsextreme Propaganda als Ursache ausmachen. Die Sicherheitsbedenken der Bevölkerung sind aus Sicht Platzkummer Martins jedoch nur auf ein subjektives Gefühl zurückzuführen. Rechtsextremisten versuchen gezielt, Ängste in der Bevölkerung vor angeblicher Überfremdung und einer Steigerung der Kriminalität vor Ort zu schüren. Insbesondere die Terroranschläge in Würzburg und Ansbach sind Wasser auf ihre Mühlen, um an das subjektive Bedrohungsgefühl in der Bevölkerung anzuknüpfen. Wenn die Verfassung solche Beschützer hat, braucht sie keine Feinde mehr. Zuletzt war es ruhig um sie, doch nun ist Langa wieder da. Auf einer Pressekonferenz mit linken Chefin Katja Kipping stieß sie im Juni unmissverständliche Drohungen aus. You will never get out of it, I'm telling you. Ihr kommt da nicht raus. Ich sage es euch. Die Menschen kommen. Lasst sie kommen. Lasst sie kommen. Eines Tages werden sie Europa besetzen. Ich sage es euch. Napoli Langa gehört zu den schillerndsten Figuren der Szene aus illegalen Einwanderern und autonomen Politaktivisten. Das Innenministerium ignoriert unsere Fragen. In Ückendorf, so der Bericht weiter, herrschen nach Anbruch der Dunkelheit libanesische Clans, die ganze Straßenzüge für sich reklamieren. Oft kommt es zu Gruppenschlägereien, sodass Dutzende Polizisten eingreifen müssen. Unklar auch die Rolle der sogenannten libanesischen Familienunion, ein angeblicher Verständigungsverein. Dessen Chef, Walid Sado, hier im Bild, soll bei einem Polizeigespräch nach einem solchen Konflikt ganz offen den Beamten gedroht haben. Im Polizeipapier steht folgende Aussage. Dass die Polizei einen Krieg oder Kampf mit den Libanesen nicht gewinnen würde, weil wir zu viele sind. Unsere Versuche, den Mann zu erreichen, scheitern. Auch am Vereinssitz öffnet uns niemand. Die Gelsenkirchener Polizeipräsidentin hat um eine zusätzliche Polizeieinsatzgruppe gebeten, um die Sicherheit aufrechtzuerhalten. Die wird sie wohl bekommen. Doch das bekämpft nur die Symptome der Zustände. Wir wohnen jetzt hier 45 Jahre und hatten uns gedacht, im Alter hier auch auszulaufen. Ich bin jetzt 76 und haben gedacht, hier bleiben wir bis zum Ende. Also das Leben ist für mich sehr schwer hier geworden. Also ich bin nervös geworden, sehr unruhig geworden. Und dieses Thema regt mich sehr auf. Und ich sage immer zu meinem Mann, ich würde lieber von heute auf morgen hier wegziehen. Trotzdem, dass hier meine Heimat ist. Es fällt mir schwer. Jews are going to be at the center of that. It's a huge transformation for Europe to make. They are now going into a multicultural mode. And Jews will be resented because of our leading role. But without that leading role and without that transformation, Europe will not...